und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Immerhin haben wir heute den 1. September und heute geht es an dieser Stelle endlich mit einer sehr starken Verspätung die allererste Filmkollekte für dieses Jahr. Eigentlich sollte ja schon Anfang Juli zumindest das Halbjahresupdate in dieser Videoform kommen. Ich hatte zumindest zwei verschiedene Schnittfassungen davon erstellt gehabt bzw. gedreht gehabt und das über Tage hinweg. Allerdings waren beide einfach viel zu lang gewesen für eine Fülle an Filmen, die eigentlich jetzt letzten Endes nicht so viel ist. Aber das Problem ist allerdings, ich habe mich auch gewaltig verlabert, weil so gut wie jeder Veröffentlichung eigentlich sehr teilweise zu ausführlich über die Filme geredet. Und deswegen habe ich mir gedacht, teile ich das Ganze jetzt auf und ist es quasi Lords kleine Filmkollekte für Januar bis mehr oder weniger Ende August. Also deswegen gibt es das Ganze jetzt hier Anfang September zu bestaunen, beziehungsweise am 1. September, wenn ich es denn schaffe, es bis dahin hochgeladen zu haben. Gut, ich habe mir gedacht, ich splitte das Ganze ein bisschen auf und präsentiere euch in diesem Video mehr oder weniger die regulären, normalen Keepcase-Veröffentlichungen von Filmen auf DVD und Blu-ray. Zum Schluss gibt es immer noch ein paar Schuber und als ganz nette Schmankel obendrauf noch ein Digipack und den ganzen anderen Rest seht ihr irgendwann anders in einem weiteren Part. Und ich hoffe, dass ich das Ganze jetzt ein bisschen komprimieren kann und mich nicht allzu sehr verhasple, wenn es um die Filme geht. Fangen wir erstmal an mit einem Film, der doch relativ untypisch ist für mein Fable, was Filme angeht oder was ich mir allgemein gerne anschaue. Und zwar Der letzte Wolf, der aktuellste Film von Jean-Jacques Annaud, der allerdings hier in Deutschland doch sehr untergegangen ist und da ferner liefen schon in einigen Kinos ausgewertet worden ist. In der Produktionsstätte China, also es ist eigentlich zu großen Teilen eine chinesische Produktion, dann doch ordentlich Kasse machen konnte, also doch ein sehr erfolgreicher Film. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, doch auch ein sehr gelungener Film ist. Und er mehr oder minder so das Endteil einer Trilogie darstellt, obwohl es sicherlich keine Trilogie ist, aber Jean-Jacques Annaud selber hat sich in der Vergangenheit, Ende der 80er und auch in den 2000ern, natürlich auch mehr oder weniger mit sehr naturalistischen Filmen beschäftigt, in dem mehr oder weniger die Hauptdarsteller Tiere sind. Ja, es gab einmal Der Bär, wirklich ein großartiger Film, den er inszeniert hatte, Ende der 80er. Und dann gab es natürlich noch Zwei Brüder, den ich allerdings jetzt nicht so übermäßig gelungen fand. Und jetzt Der letzte Wolf, der auf dem gleichnamigen Roman von Jiang Ron basiert, in dem es einige chinesische Studenten in die Mongolei verschlägt, unter ihnen auch Sheng Seng, die dort den Schäfern das Lesen und Schreiben beibringen sollen. Nebenbei gibt es natürlich eine kleine Liebesgeschichte. Und es geht natürlich grundlegend auch um dieses Thema, deswegen heißt der Film auch Der letzte Wolf darum, dass die chinesische Regierung auf die Idee kommt, so gut wie jeden Wolf zu töten, quasi, da sie einfach der Wirtschaft mehr oder weniger schädigen oder halt die dort ansässigen Bauern. Und man auch irgendwo merkt, dass die Menschen dort ein bisschen so die Demut vor der Natur oder vor dem Tier an sich etwas verloren haben und sie jetzt wieder lernen müssen. Und ich muss sagen, bis auf wenige Ausnahmen sind eigentlich alle Szenen mit den Wölfen echt. Es sind echte Wölfe, keine CGI-Wölfe oder sowas. Der Film hat eine schöne Naturkulisse, eine doch sehr interessante, auch ansatzweise vielschichtige Story. Und als kleiner Wermutstropfen auch noch eine letzten musikalischen Komposition von James Horner aufzubieten. Und ich muss sagen, der Film hat mich wirklich sehr überrascht. Obwohl, leider, wo ich ihn gekauft hatte, also ist leider keine Blu-ray gab. Es gab nur die DVD, aber erstmal als Blindflug, um zu schauen, ob der Film überhaupt was taugt. Und ich muss sagen, ja, der Film hat mich sehr begeistert. Hatte wirklich sehr viel Spaß damit gehabt. Und der wird sicherlich irgendwann mal vielleicht auch nochmal geupdatet auf Blu-ray, Der letzte Wolf. Gut, dann kommen wir zu einem Film, auch ein französischer Film mehr oder weniger, der vor gut zwei Jahren viele Leute polarisiert hat, Kritiker, aber auch Zuschauer. Ich muss sagen, es ist einfach ein großes Guilty Pleasure, also was den Inhalt angeht, das ist sicherlich der größte Murks, der jemals verbrochen worden ist. Aber ein sehr unterhaltsamer Murks, wobei ich auch sagen muss, ist, dass ich eigentlich den Film auf Blu-ray haben wollte, beziehungsweise auch in diesem relativ hübschen Blu-ray Steelbook, was man hin und wieder auch relativ günstig bekommt. Aber hier ist es erstmal nur die DVD geworden. Ja, und sicherlich der kommerziell erfolgreichste Film, den Luc Besson jemals zu verantworten hatte, als Regisseur, sogar noch vor Das fünfte Element oder Leon der Profi. Natürlich sollte man diesen Film Lucy nicht mit Leon der Profi vergleichen, denn da scheitert der Film auf ganzer Ebene, was das Erzählerische angeht oder was das Niveau angeht. Aber der Film macht einfach nur viel Spaß. Also er ist relativ kurzweilig ausgefallen mit gerade mal so knapp 83 oder 84 Minuten oder 86 Minuten waren es.
hier auf DVD uns eigentlich nach gut 77 Minuten eigentlich wieder rum, wird man Abspann entlassen und man hat eigentlich eine ganze Menge Spaß gehabt, ohne dass der Film sich in ewig vielen Nebenplots verrennt. Wobei man natürlich sagen muss, dass Scarlett Johansson hier wirklich eine richtig gute Figur macht. Morgan Freeman, ja, seine Rente immer mal wieder aufbessert, eigentlich in so gut wie jedem neuen Film zu sehen ist. Genauso wie Samuel Jackson, also es ist quasi schon viel Filmer, der sich allerdings immer ein gewisses schauspielerisches Niveau behält, obwohl ich jetzt sagen würde auch oder überlegen würde, was jetzt die beste Performance von Morgan Freeman in den letzten Jahren war. Und da könnte ich definitiv keine rauspicken, weil irgendwie alles auf ein und demselben Niveau rumdümpelt. Also stell dir mal vor, Morgan Freeman jetzt aktuell in diesem wirklich sehr, 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 sehr gehaltvollen Ben Hur Remake mit Rastafaris auf der Birne. Also ja, der Mann wird ohne Ende gebucht und hat im sehr hohen Alter scheinbar einen enormen Status quo als Schauspieler. Und nebenbei natürlich noch Choi Min-sik, quasi hier, der hier diesen Klischee-Gangster spielt. Und überraschenderweise ist die Blu-ray ab 12, also ich habe zumindest so einen Gedanken, und die DVD ab 16. Der Film selber wurde allerdings damals von FSK, auch mit der FSK 12, letzten Endes durchgelassen. Also waren sie sehr liberal, denn der Film ist, was die Gewaltdarstellung angeht, doch schon ordentlich. Also es gibt schon die ein oder anderen Einschusslöcher zu sehen, wenn jemand erschossen wird, ist das Ganze dann doch relativ blutig und auch der erste Auftritt von unseren vermeintlichen Oberschurken, wo dann ein paar Leichen auf dem Boden liegt und auch eine Blutlache. Also ganz schön deftig dafür, dass man da mehr oder weniger eine FSK 12 Freigabe abgegeben hat. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Sequel, obwohl ich nie mir vorgenommen hatte, nie wieder ein Sequel zum Land der Raketenwürmer zu schauen. Ein Vor allem neben der Weißei, einer dieser Monsterfilme, die meine Kindheit, Jugend doch erheblich geprägt haben. Mit der 90er kam ja das erste VHS-Sequel raus, was ich allerdings, muss ich jetzt im Nachhinein sagen muss, ich fand es ganz nett, als ich es als Kind sah, aber es war auch wieder ganz schnell vergessen. Es war ganz schnell wieder aus dem Kopf raus, anders wie das Original. Und jetzt, ja, schon eine ganze Weile habe ich dann den fünften Teil gesehen, im Müller für 5 Euro auf DVD. Und habe gedacht, könnte ich mir anschauen oder muss ich mir doch nicht anschauen? Ich muss sagen, diese Kombination, vor allem die beiden Schauspieler, diese Chemie, macht für mich einen wirklich wesentlichen positiven Bestandteil dieses Films aus. Und zwar Michael Gross, der wieder als Bert Gummer glänzt und es mehr oder weniger dazu geschafft hat, seine eigene Survival-Show zu bekommen, also als Survival-Guide, ja, im Kampf gegen die Graboiden, wo man sie denn findet, wie man sie ausschalten kann, etc. pp. Dann allerdings ganz am Anfang von seinem Kameramann Stich gelassen wird und dann einen neuen Partner bekommt, zwar Travis. Und da gibt es einen Twist am Ende, den kann man eigentlich schon 1000 Kilometer gegen den Wind riechen, noch schlimmer als den Furz eines Elefanten, denn immerhin, man sieht auf dem Cover Elefanten, das Ganze spielt diesmal in einem südafrikanischen Wildreservat. Dort treiben sich die Graboiden umher, haben sich natürlich noch ein bisschen mehr verändert. Natürlich muss man sagen, dass es hier also es gibt ja eigentlich nur CGI-Effekte, wenn es um die Monster geht, aber diese sind doch relativ gut umgesetzt, muss ich einfach sagen. Und Michael Gross und Jamie Kennedy, wirklich, die geben sich definitiv nichts. Wobei ich sagen muss, Jamie Kennedys Karriere ist ja auch mehr oder weniger ab den 2000ern irgendwo in der Bedeutungslosigkeit versumpft, auch dank einiger Auftritte in wirklich sehr gehaltvollen Asylum-Filmen. Aber das Ganze macht dir Spaß und dürfte sicherlich noch mindestens ein Sequel rechtfertigen. Zumindest ist ja auch mehr oder weniger eine neue TV-Serie geplant. Vielleicht wäre es auch cool, wenn da nicht nur Kevin Bacon dabei ist, sondern auch wieder der gute Mike Cross quasi da auch mehr oder weniger, wenn diese beiden alten Veteranen aus dem Originalfilm wieder aufeinandertreffen würden. Das wäre, muss ich sagen, das wäre eine richtig coole Sache. Und ich muss sagen, ich habe den Kauf definitiv nicht bereut. Mal schauen, ob ich mir vielleicht auch eventuell nochmal Teil 3 und auch das Prequel gebe, weil die habe ich bis dato noch nie gesehen. Die allererste TV-Serie, die es auf 12 Folgen oder 13 Folgen bringt, die hat sie ja leider hier in Deutschland noch nicht auf DVD oder so geschafft. Die Serie ist auch komplett irgendwie untergegangen. Aber kann man sich auf jeden Fall mal geben. Also ich war sehr positiv überrascht. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Creature-Feature, was mich doch wirklich sehr, sehr angenehm überrascht hat. Also es gibt eine ausführliche Kritik dazu. Die Veröffentlichung selber, muss ich sagen, ist allerdings bis zum bestimmten Grad eine ziemliche Enttäuschung. Das Cover selber assoziiert, wenn ich nicht wüsste, dass da unten ein Zitat stehen würde, dass es einer der furchteinflößendsten Monsterfilme der letzten Jahre dank Fangoria ist, dass das Ganze mehr so ein, ja, von mir aus so ein Geisterfilm ist oder sowas. Ich würde nie auf die Idee kommen, aufgrund der Vorderseite auf die Idee zu kommen, dass es sich hierbei um ein klassisch geartetes Creature-Feature handelt, mit wirklich sehr, sehr vielen Handmade-Effekten und sehr wenig CGI. Aber
Auf der Rückseite sieht man das dann letzten Endes. Und ja, der Film selber hat hier in Deutschland eine FSK 18 bekommen. Natürlich mal wieder eine Fake FSK. Der Film selber ist ab 16, aber dank eines Trailers wurde das Ganze mal wieder, wieder ordentlich nach oben gepusht, was ich ein bisschen schade finde. Ja, und der Film hat wirklich sehr viele gute Qualitäten, nur einige wenige Schwächen. Und ist ein wirklich bemerkenswertes Regiedebüt von Coren Hardy, obwohl das The Crow Remake Reboot, was unter dessen Regie entstehen soll, ja immer noch nicht vom Tisch runter ist. Und ich hoffe, er inszeniert lieber einen Film nach einer eigenen Idee, anstatt irgend so ein halbgares Remake. Gut, dann kommen wir zu den Blu-rays und jetzt kommen wir erstmal zu etwas seichterer Unterhaltung. Picknick mit Bären, A Walk in the Woods, mit dem guten Robert Redford und Nick Nolte. Der ein oder andere wird sicherlich wissen oder sich daran erinnern können, dass ich vor Jahren mal angefangen habe, nicht nur von meiner Seite aus, Filme mit Robert Redford zu sammeln, um da was ordentliches beizutreten, weil ich muss sagen, ist wirklich ein toller Schauspieler, der einige sehr gute Filme auf dem Kasten hatte. Ich glaube, vor 2 Jahren, All Is Lost, diese One-Man-Show, die er abgezogen hat, war für mich einer der besten Filme überhaupt gewesen. Picknick mit Bären kommt da nicht ganz ran, weil dieser Film eine ganz andere Ausrichtung hat. Es ist mehr so eine locker, leichte, launige Komödie über zwei ältere Herren, die sich nochmal beweisen möchten, beziehungsweise der eine, Bill Bryson. Den es auch in Real gibt, auf dessen Be Bestseller basiert das Ganze mehr. Bill Bryson selber hat ja sehr viele Travel Guides geschrieben und er möchte noch einmal auf eine Wanderung gehen, und zwar den Appalachian Trail. Allerdings seine ganzen Freunde und so weiter, die denken alle, das ist eine absolute Quatschidee, oder allgemein sind sie lieber damit beschäftigt, vielleicht Golf zu spielen oder so. Sie finden sich alle zu alt. Und da kommt er auf die Idee, einen alten ehemaligen Schulfreund Steven Katz mit ins Boot zu holen, der ein trockener Alkoholiker ist und der absolut nicht fit ist. Und daraus bezieht der Film vor allem seinen ganzen Spaß, ja, den ganzen Spaß, den er dann natürlich auftischt auf dieser auf dieser interessanten Konfrontation zwischen diesem erfolgreichen Autoren und diesem mehr oder minder etwas abgefrackten älteren Mann. Und das ist halt das Tolle, ja. Ich muss mal sagen, zwei schöne Altersrollen für Redford und Nolte. Nebenrollen gibt es dann noch ein Wiedersehen mit Emma Thompson und Mary Steenburgen, die allerdings kaum Bewandtnis für den Film selber haben. Aber der Film hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die beiden geraten natürlich auch in die ein oder andere Misere, die allerdings dann doch ganz schon fast schon in Watte gepackt, liebevoll aufgelöst wird. Also nicht, es passiert eigentlich im Grunde genommen nichts Schlimmes, aber es geht darum, dass die beiden vielleicht ein bisschen so über ihr bisheriges Leben ein bisschen so rekapitulieren oder auch wieder einen Weg zueinander finden, was ihre Freundschaft angeht. Und das muss ich sagen, wo fängt der Film eigentlich ganz gut ein? Ist auf jeden Fall mehr so Sonntag-Nachmittag-Unterhaltung, die man sich auf jeden Fall geben kann. Also von den beiden Darstellern auf jeden Fall großartig. Der Rest ist so auf einem soliden Niveau, aber ich muss sagen, Picknick mit Bären hat mich schon bis zum Stunden gerade wirklich sehr viel Spaß gemacht, und die Blu-ray selber war auch relativ günstig für 13 Euro. Kann man nicht meckern. Gut, dann kommen wir zu einem Film. Ja, der wurde erstmal um ein gutes Jahr verschoben, damit er keine Konkurrenz zu Jurassic World ist. War ja im Nachhinein auch nicht, und er war auch keine Konkurrenz zu Alles steht Kopf, der zuvor in den Kinos rauskam und von den Kritikern hochgelobt worden ist, während alle dann quasi mehr oder weniger ihre Keulen ausgepackt haben und Arlo und Spot quasi zu Pampelmuse zerkloppt haben. Ja, die Trailer sahen wirklich quirlig, quietschig aus. Wenn man dann finalerweise den Film sieht, wird man allerdings eines Besseren belehrt, dass, sagen wir es mal so, zwischen Marketing und dem wirklich fertigen Film teilweise Welten sind. Und Arlo und Spot ist erstens bei weitem nicht so witzig, wie es die Trailer assoziieren, nicht so kindlich, wie man es sich denken würde. Er hat, sagen wir es mal so, dafür, dass Pixar in meinen Augen eigentlich seit Jahren mehr oder weniger ein Franchise-Unternehmen von Disney ist und hin und wieder mal alle Jahre mal wirklich einen Originalfilm ausspucken darf, wobei ich sagen muss, das alles steht Kopf mich einfach. Ich habe versucht, mir diesen Film auszuleihen und mir mal anzuschauen, aber ich gehe immer dran vorbei und irgendwie, es springt mich nicht an, es spricht mich auch irgendwie nicht an, aber Arlo und Spot hat mich angesprochen, weil dieser Film im Grunde genommen mehr ein Western-Film ist. Natürlich mit Dinosauriern sprechen können, die den Meteoriten überlebt haben und die Menschen noch irgendwo in den Kinderschuhen stecken, ganz am Anfang ihrer Entwicklung. Und ja, das Ganze hat was, vor allem von dem Western-Klassiker, mein großer Freund Shane, ja. Sagen wir es mal so, ja. Und muss man einfach gesehen haben. Vor allem, dass die letzten 20 Minuten haben mich emotional absolut überrollt. Das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt, dass ein Film mich so emotional mitgenommen hat. Und eigentlich auch über weite Strecken sehr unaufgeregt ist. Die Action und das Ganze, der Humor, so wurde so wirklich so wohldosiert eingesetzt ist, dass der Film einem letzten Endes nicht erschlägt.
Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Handlung ist jetzt sicherlich nichts Besonderes und das Ganze. Der Film hat diese klassischen Disney-Manierismen, ja. Mindestens ein Familienmitglied stirbt, das Kind, ja, hier ist nur ein Kind, wird mehr oder weniger oder wird von der Familie getrennt und muss den Weg zurückfinden in die Heimat und trifft dann halt auf ja, dieses Menschenkind und ja. Behandelt es erst mehr oder weniger wie ein Haustier, aber es entsteht daraus so eine Art Zweckverbündnis und am Ende so eine, kommt so eine Freundschaft bei rum. Und das ist wirklich sehr herzig und das hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also ich muss sagen, der Film hat seine Schwächen, aber er hat mich wirklich von Anfang bis Ende wirklich mitnehmen können. Das nicht nur auf der Qualität, wenn man sich die technische Seite ansieht, vor allem diese T-Rexe sind der absolute Brüller. Man denkt, es sind quasi so die Bösen, aber dann sind es doch nicht die Bösen. Der wirklich gruseligste Moment war allerdings mit diesem, würde ich schon sagen, extremst bipolaren Triceratops. Das muss man sich einfach mal reinziehen. Ja, und im Grunde genommen Animationsfilm, den man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Allerdings vielleicht erstmal anfangs nicht allzu große Erwartungen mitbringen sollte. Aber Alle und Spot hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, war auf jeden Fall sehr unterhaltsamer Film, der vor allem einen enormen emotionalen Drive am Ende hat. Gut, dann kommen wir zu einem Film, den wollte ich mir eigentlich letztes Jahr im Kino anschauen, aber ich habe es dann eher sein lassen, da der Film kapitalerweise in den USA sehr gefloppt ist und hier auch im Kino selber teilweise zu Uhrzeiten ausgewertet worden ist, die ich dann auch nicht wirklich so toll fand, dass ich jetzt mich unbedingt da reinbegeben muss. Habe einfach gewartet nach 4 Monaten, bis Scouts vs. Zombies Handbuch zur Zombie-Apokalypse auf Blu-ray rausgekommen ist. Ein ganz nettes Fun-Splatter-Filmchen mit einigen wirklich gut gemachten, handgemachten, aber auch einigen digitalen Splatter-Effekten. Mit einer eher episodenhaften Story. Es geht hier um drei Freunde, drei sehr gute Freunde, die früher natürlich viel im Wald abgehangen sind als Scouts. Allerdings sind sie aus dem Alter schon ein bisschen raus, zumindest zwei, die interessieren sich mehr so für Mädchen und anderen Quatsch zu machen, als dafür mit halt mit dem Pfadfinder, mit dem Teamleader quasi, der von David Koechner Quirmer köstlich dargestellt wird, samt Perücke irgendwo im Wald abzuhängen. Und natürlich der dickste quasi, ist eine dicke Freundschaft, einer von denen ist ein bisschen fülliger, möchte natürlich nochmal seinen Abend verbringen. Sie wollen ihn nicht enttäuschen, allerdings kommt dann mehr oder weniger diese Zombie-Seuche dazwischen. Mit allerlei sehr kruden, bizarren, spaßigen Momenten. Aber ich muss sagen, der Film kann dieses, was das Humorniveau angeht, nicht komplett halten. Muss man einfach mal sagen. Da legt er eher so eine Achterbahnfahrt hin, so eine Tal- und Bahnfahrt. Aber im Grunde genommen hat mir das Ding wirklich sehr gut gefallen. Aber es gab auch einige Momente, die waren wirklich sowas von unlogisch. Aber das gehört auch irgendwo dazu. Und auch einige gehaltvolle, schwarze Momente. Vor allem das mit den Zombie-Katzen, was ja in den Trailern immer irgendwie irgendwo in die Mitte des Trailers gepackt worden ist, als großer, großer, witziger Moment. Der kommt allerdings relativ zu kurz, aber ich muss sagen, ich finde es allgemein cool, dass sie die Katzen, wenn man sie sieht, mit Handpuppen umgesetzt haben. Ja, und ja, ansonsten kann ich nicht mehr dazu sagen. Also man muss auch vor allem auf so Fansblätter-Tiraden muss man einfach stehen. Die FSK 16 finde ich vollkommen angebracht. Der Film selber hier wurde von Universal rausgebracht, daher Paramount seine Schotten dicht gemacht hat, aber auch wenn das Ganze ja bei Universal ist, der Diskdruck ist immer noch genauso belanglos und langweilig wie schon die letzten Jahre zuvor. Auf jeden Fall eine Empfehlung geht raus, vor allem für die Freunde der eher geschmackvolleren, loseren Unterhaltung. Hier ist noch der gute David Kirschner ein bisschen lidiert mit seiner schönen Perücke. Gut, und dann bleiben wir natürlich noch quasi im Fun-Splatter-Bereich, aber hier mehr gehen wir wieder in Richtung Creature Features. Dank der teilweise sehr gute Kritiken bekommen hat, eigentlich sich mehr oder weniger deutsche Produktion schimpft, aber eigentlich mehr oder weniger sehr international produziert worden ist, auf Englisch und mit sehr vielen, vor allem amerikanischen Schauspielern, weniger mit Deutschen, obwohl es hier den auch auf YouTube sehr untriebigen Daniele Rizzo zu sehen gibt, der teilweise wirklich sehr witzige Interviews verkleidet mit Schauspielern führt. Meistens als Iron Man oder so, der hier mehr oder weniger für die musikalische Rahmenummalung einer Gartenparty zuständig ist, allerdings die Klänge teilweise überhaupt nicht trifft und wirklich sehr, sehr bizarre Pianomusik abliefert. Ja, und im Grunde genommen geht es um die alljährliche Gartenparty von Mrs. Perch und da finden sich natürlich alle aus der Gegend ein. Das Ganze wurde in der brandenburgischen Provinz gedreht. Allerdings wurde es wieder so getrimmt, dass es irgendwo in der amerikanischen Provinz spielt, was ich ein bisschen schade finde, weil man sieht es dem Film an, dass es irgendwo in Brandenburg gedreht worden ist. Man sieht es ihm einfach an. Aber
Was man sagen muss, ist, dass der Cast wirklich sehr gut aufgelegt ist. Also unsere vermeintlichen Helden sind natürlich diese beiden Catering-Mitarbeiter Paul und Julia. Dann gibt es natürlich noch eine kleine Liebesstory zwischen beiden. Es gibt Lance Henriksen, der definitiv einer der besten Performances seit Jahren in irgendeinem Film abliefert, als versoffenen Bürgermeister. Und dann gibt es natürlich noch die gute Mrs. Purge und ihren Sohn, der von Clifton Collins Jr. dargestellt wird. Auch so ein Allerweltsgesicht, so ein Typen, der eigentlich durch die Bank weg eigentlich immer gute Performances abliefert, auch wenn die Filme dann teilweise vielleicht der größte Bullshit sind, der größte geilste Bullshit, wie zum Beispiel Crank 2. Ja, und das war es im Grunde genommen. Ja, also der Film kann sich gut sehen lassen, die Effekte sind auch bis auf die Schlusssequenz, die dann doch etwas trashiger ausgefallen ist als der komplette Rest des Films, wirklich gut ausgefallen. Es gab wirklich Momente, da konnte ich echt nicht mehr auseinanderhalten, ob jetzt diese riesigen Wespen, diese mutierten Wespen jetzt nun handmade oder CGI sind. Das haben sie wirklich gut umgesetzt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es hier kein Wendecover gibt, weil dieses Covermotiv selber ist wirklich richtig geil und zum Glück habe ich es als Poster hier noch rumliegen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein überdurchschnittlich solides Creature-Feature mit einigen Stärken, aber auch einigen Schwächen, was man sich aber dennoch wirklich gefälligerweise antun kann, wenn man auf so eine Art von Film steht. Gut, dann kommen wir zum Film, den ich eigentlich schon besprochen hatte. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr allzu viele Worte über Bone Tomahawk verlieren. Ein Film, der fast zeitgleich mit The Hateful Eight rauskam. So ein kleines Western-Revival könnte man meinen, wobei die Filme, beiden Filme nicht unterschiedlicher sein könnten, obwohl dieser Film auch sehr dialoglastig ist. Also über eine Stunde trampen unsere Hauptfiguren durch die Valla Pampa und ja, reden miteinander und sie reden, reden und dann die letzte halbe Stunde wirklich ist dann ein von sehr brutalen Szenen durchzogenes Finale, was definitiv in sich hat. Und also Kurt Russell hat mir hier richtig gut gefallen. Also den sehe ich gerne, auch wenn er sich sicherlich in den letzten Jahren auch für den einen oder anderen Bullshit hingegeben hat. Ich sag mal Fast and Furious 8. Ja, und die Blu-ray-Veröffentlichung selber kann sich auch sehen lassen. Allerdings trotz hat das Ganze gute Technik, aber keinerlei. Das finde ich ein bisschen schade. Keinerlei filmbezogene Extras, was ich dann doch ein bisschen schade finde. Aber das Ganze kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ja, also Bone Tomahawk. Wer mehr wissen möchte, kann sich natürlich die Kritik anschauen. Gut, dann kommen wir zu einem Film, der ist auch letztes Jahr ganz knapp noch in meiner Top 10 geschafft hatte. Ich sehe eine österreichische Produktion, so eine Mischung aus Psychodrama, Thriller mit gewissen Body-Horror-Elementen. Hier von Koch Media natürlich aufgelegt, war auch eine der ersten Veröffentlichungen, die ich mir in diesem Jahr geholt habe, weil das musste einfach sein. Der Film war wirklich sehr gut, sehr unnachnehmlich. Natürlich lässt sich auch über einige Elemente des Films diskutieren, wie zum Beispiel das Finale, aber ich muss sagen, der Film war wirklich, ja, ist so eine kleine Ausnahmeerscheinung, wenn es um deutschsprachige Genreproduktionen geht. Ja, dann ein Film auch, ja, der eher mit so einer realen Thematik berührt, und zwar natürlich damals den verheerenden Tsunami 2004, der über Thailand hinweggerollt ist oder über Teile von Thailand. Und das Ganze wird ja anhand im Schicksal einer Familie porträtiert und mehr eigentlich auch nicht. Wobei ich sagen muss, dass mir die erste Stunde von diesem knapp 2 Stunden Film mit am besten gefallen hat. Aber ein wirklich sehr schöner, emotionaler Film. Vor allem Naomi Watts legt hier eine wirklich erstklassige Performance hin. Also mit der Frau leidet man wirklich mit. Und die Blu-ray gibt es auch für relativ wenig Geld. Das Ganze von Juan Antonio Bayona umgesetzt, auf dessen Kappe natürlich auch das Waisenhaus geht. Und nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, kommt natürlich auch ein Film von ihm, den ich wirklich mit am meisten erwarte. Und zwar 7 Minuten nach Mitternacht, wo Liam Neeson einem Baummonster die Stimme leiht. Ein Film, der mehr oder weniger versucht, so Realität und Fiktion oder Fantasie miteinander verschmelzen zu lassen. Immer eine interessante Idee und sicherlich etwas anders. Vor allem bei einem Regisseur, der mehr oder weniger europäischer Prägung ist. Aber The Impossible fand ich auch wirklich überaus sehenswert. Ist allerdings nicht jedermanns Sache. Gut, da ja sich jedes Jahr mehr oder weniger ein schlechter bis sehr schlechter Film bei mir einschleicht, den ich immer am Anfang des Jahres review, hat es dieses Jahr Horns erwischt. Ein Film, an den ich schon bestimmterweise einige Erwartungen hatte, die er allerdings nicht erfüllen konnte. Das ist wirklich ein Film, der in der Mitte hängen bleibt und mehr nicht. Daniel Radcliffe, muss ich sagen, war für mich einer der besten. Also es ist wirklich die schwächste Verfilmung von Alexandre Aja überhaupt. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hatte, ob der Roman an sich von Stephen King's Joe Hill überhaupt so viel hergibt. Ja, Vermerk ist hier natürlich nicht, dass es sich hierbei um die Unrated-Version handelt, mit einer etwas kopflastigeren Splatter-Szene. Hätte sich Aja eigentlich auch sparen können.
Ja, ansonsten muss sich jeder sein eigenes Urteil bilden. War ein Film, der mich allerdings wirklich bis zu einem bestimmten Grad wirklich enorm enttäuscht hat. Gut, dann gab es auch schon vor ein paar Monaten relativ günstig diesen Film bei BMV Medien für, glaub, knapp 8 Euro. The Fright Night, die Rabenschwarze Nacht. Den ersten Teil hatte ich mir im März auf der Film-DVD-Börse in Mannheim gekauft gehabt. Und ja, dieser Film hat mich wirklich geflasht. Also wirklich eine wunderbare, herrliche 80er-Jahre-Horrorkomödie mit einem wirklich furchteinflößenden Vampir, mit einem wirklich liebenswerten, fast schon tollpatschigen Hauptdarsteller. Natürlich wieder William Redsdale, der diese Rolle dann auch im zweiten Teil wiederholt hat. Und ja, dieser Film, der trieft gerade so vor Charme und Atmosphäre. Das, was ich an heutigen eigentlich mehr wie der Horrorkomödien zu großen Teilen vermisse. Also macht wirklich viel Spaß, auch wenn ich sagen muss, ist, dass ich die Veröffentlichung hier von Sony wirklich sehr, sehr lieblos finde. Ja, das Cover-Artwork sieht schon cool aus, aber kein Wendecover. Die bieten seit Ewigkeiten keine Wendecover mehr an, außer man muss sich dann quasi das Steelbook von dem Film kaufen und keinerlei nennenswerte Extras, was ich schon ein bisschen schade finde, weil da wäre definitiv mehr drin gewesen. Also jetzt nicht unbedingt die Verpackung oder so, aber zumindest hätte man wirklich kramen können, ob es nicht irgendwo ein paar Extras gibt. Weil das hätte der Film definitiv verdient. Also Fright Night ist eine absolute Genreperle und für mich jetzt wirklich einer meiner liebsten Genrefilme überhaupt. Und ja, es ist schön, dass man hin und wieder mal wirklich solche Klassiker erst relativ spät für sich entdeckt. Aber hier hat es wirklich funktioniert. Ich hatte mit dem Film wirklich von Anfang bis Ende wirklich sehr viel Spaß gehabt. Gut, dann Film, ja, da gehen die Meinungen auch stark auseinander. Batman wie Superman, Dawn of Justice in der Ultimate Edition. Na gut, Ultimate Edition hat eigentlich eher immer was. Nicht nur mit dem Umfang der Extras, sondern auch allgemein mit der Verpackung zu tun. Hier allerdings nur in der Keepcase-Version reicht mir auch vollkommen das Steelbook. Dann diese anderen großen Verpackungen mit diesem Digibook, was ja ganz nett aussah, aber so einer Statue. Diese exorbitant riesigen Editionen und so, muss ich ehrlich sagen, die braucht doch ehrlich gesagt kein Mensch mehr. Also wirklich. Wenn du eine gescheite Figur von Batman oder Superman haben willst, dann wirst du sicherlich im Internet fündig und findest was deutlich cooler ist als so eine irgendeine aufgebrezelte Statue, die ganz nett ist, aber diesen Preis, der da am Anfang im Raum steht, definitiv nicht rechtfertigt. Und ja, zum Film möchte ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel sagen, habe ich mich eigentlich schon ausgelassen. Wer aber links mal eine etwas negativere Meinung zu dem Film hören möchte, der sollte sich auf jeden Fall mal die Review von Mutant X8 reinziehen. Oder auch die vom guten Brody. Für den war der Film wirklich sehr, sehr bleischwer. Und dann jetzt noch zu guter Letzt ein Release, den ich mir erst vor kurzem geholt habe, und zwar der Weiße Hai 3. Auf den Film möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Da wird es auf jeden Fall dann nochmal ein Special-Video geben, eigentlich mit allen vier Teilen. Als Bonus gibt es hier nur die 3D-Version, allerdings, ja, ob man das jetzt braucht, sei mal dahingestellt. Ist aber eine nette Sache, dass die Filme jetzt endlich mal auf Blu-ray aufgelegt worden sind. Und sonst nichts, also muss man sagen, wer einen Müller um die Ecke hat, sollte lieber in den Müller gehen. Dort gibt es nämlich die Blu-rays schon für 9,99 €. Und das ist wirklich ein verdammt guter Preis, auch wenn man hier vom Umfang nicht viel geboten bekommt. Die Qualität hier bei diesem Teil sieht allerdings auch an der Produktionsweise, da das Ganze ja ein 3D-Film ist, mehr oder weniger schwankt, aber es doch einige Szenen gab, die wirklich eine gute Bildqualität haben. Sollte man definitiv, kann man da auf jeden Fall zugreifen. Es wird sicherlich irgendwann mal in nächster Zukunft oder so bestimmt auch noch eine Box geben mit allen vier Filmen. Aber ja, da ich diesen Film nur auszugsweise kenne, war das schon eine bestimmte Experience, auf die ich später dann noch in einem gesonderten Video nochmal eingehen werde. So, ja, dann kommen wir jetzt natürlich noch zu ein paar etwas exklusiveren Verpackungen, würde ich jetzt mal sagen. Einmal The Strain. Komplette erste Staffel auf Blu-ray ist ja letztes Jahr schon, glaube ich, Ende November erschienen. Ich habe ein bisschen mit dem Kauf gezögert, dass das Ganze ein bisschen im Preis fällt. Ich muss sagen, ich finde die zweite Staffel, obwohl ich bis jetzt nur die erste Hälfte der zweiten Staffel gesehen habe, wesentlich besser als die erste Staffel. Es ist auf jeden Fall eine Serie, die sich scheinbar von Staffel zu Staffel immer mehr steigert. Die dritte Staffel ist ja jetzt Ende August angelaufen. Bin ich auch schon mal sehr heiß drauf, aber erstmal muss ich noch die zweite Staffel fertig kriegen. Das Ganze kommt hier natürlich dank Fox, wie sie bei eigentlich so gut wie jeder neueren Serie machen, die sie im Angebot haben. Mit einem Schub, allerdings finde ich schade, man hätte es wie bei Sons of Anarchy auch so machen können, da immerhin noch ein schönes Digipack mit reinzumachen. Das hätte das Ganze natürlich irgendwo noch ein bisschen aufgewertet. Dafür haben wir natürlich mal wieder kein Wendecover, immerhin diesen Schuber, der das Ganze verbirgt. Und das Ganze kommt ja natürlich dann mit drei Discs daher. Eine wirklich gute Bild- und Tonqualität und auch einiges an
sehr informativen Extras, ja. Also ich muss sagen, dafür, dass es quasi die allererste Serie ist, die Guillermo del Toro basiert auf der Romanvorlage, die Saat, die er damit Chuck Hogan entwickelt und geschrieben hat, darauf hat er dann mehr oder weniger folgte dann ja diese Graphic Novel und dann natürlich die Serie, muss ich sagen, hat das Ganze eine wirklich ordentliche Qualität. Aber ich muss sagen, die zweite Staffel hat mir, obwohl ich sie noch nicht ganz gesehen habe, weitaus besser gefallen als die erste Staffel. Vor allem vom Erzählerischen, na gut, es ist schon ein bisschen komisch, dass mehr oder weniger der Filmsohn hier in der zweiten Staffel durch ein anderes Kind ersetzt worden ist, das sei mal dahingestellt und das für mich sicherlich der größte Kritikpunkt an der zweiten Staffel im Allgemeinen ist. Aber ich muss sagen, ist auf jeden Fall eine gefällige Genreserie, die man sich anschauen kann. Vor allem, wenn man Vampire mal wieder in ihrer Ursprungsform sehen möchte, als kaltblütige Monster und nicht irgendwie als Glitzer-Heinis, die irgendwo in der Gegend rumstehen. Gut, dann kommen wir natürlich zu meiner absoluten Lieblingsserie Game of Thrones. Hier in der kompletten fünften Staffel natürlich nur die DVD-Version. Vielleicht irgendwann, wenn die Serie nach Staffel 8 geendet ist, eventuell werde ich vielleicht dann nochmal updaten, wenn es eine schöne Rundumbox gibt. Kommt natürlich darauf an, ob sich am Umfang nochmal was ändert, etc. pp. Aber bis dato bin ich erstmal mit den DVD-Versionen vollkommen zufrieden. Vor allem da eigentlich, na gut, für eine Kontinuität, die eigentlich in der Sammlung nicht ganz zueinander passen. Aber ich würde sagen muss, dass das verpackungstechnisch sich Warner wirklich sehr viel Mühe gegeben hat. Dafür, dass es eigentlich nur von der ersten Staffel auf dem normalen Markt in der ersten Auflage ein Digipack gab und die restlichen Digipacks sind eigentlich nur noch Amazon exklusiv etc. pp. Waren, ja, muss ich sagen, hat man sich ja dennoch sehr viel Mühe gegeben. Ja, das Ganze hier wirklich mit einem schönen PVC-Schuber, das erinnert natürlich einen so ein bisschen an die Premium Collection, diese Mediabook-Reihe, die Warner mal hatte. Ja, und dann natürlich noch dieser wirklich sehr stabile Schuber hier, der mit dieser Goldfolienkaschierung daherkommt, dieses schöne geerdete Muster, das sich wirklich sehr schön anfasst. Ja, und vom Look hat man sich definitiv sehr viel Mühe gegeben, da hat man sich wirklich was bei gedacht. Auf der Rückseite natürlich wieder klassischerweise der Thron und innen drin natürlich sehr unspektakulär die Innereien, die natürlich dann an meinem Keepcase daherkommen. Hinten natürlich nochmal mit den Informationen, kein Wendecover, da man natürlich innen drin haben wir wieder mal die Episoden selber nochmal aufzählen wollte mit den Extras und der ganzen Zusammenfassung. Ja, und das Ganze hier natürlich mal wieder auf 5 Discs verteilt worden ist. Und wer jetzt nicht unbedingt eine Blu-ray braucht, der ist auch mit der DVD wirklich gut dran, weil die hatten ja wirklich sehr gute Qualität. Nur hier habe ich halt natürlich die erste Folge der Staffel auf Blu-ray aus einer Zeitung. Ja, und ja, zu der Serie brauche ich mehr ja nichts zu sagen. Also da habe ich mir eigentlich schon seit, rede ich mir eigentlich schon seit Jahren den Mund fusselig. Eine tolle Veröffentlichung. Auch wenn es nur DVD ist, aber es ist erstmal vollkommen ausreichend. Gut, dann kommen wir jetzt natürlich zu etwas anderem. Sicherlich von der filmischen Qualität nicht so bombastisch. Aber auch so ein Film, der mich eigentlich auch seit meiner Kindheit, Jugend irgendwo begleitet. Split Second. Das Ganze gab es auch vor, glaube ich, 2 Jahren in der Mediabook-Version. Eine oder mehrere, keine Ahnung. Die haben mir aber nicht vom Cover gefallen. Und ich bin ehrlich, bei diesen Veröffentlichungen hier aus dem Hause Digidream bin ich sowieso vorsichtig. Blu-ray lohnt sich in der Regel teilweise gar nicht. Ich meine, ich hatte dieses Desaster gehabt mit der Moontrap DVD aus dieser Reihe, wo mir es wirklich nicht gefallen hatte. Und ja, hier war es letztendlich okay. Also ich muss sagen, ich hatte den Film schon mal Sammlung gehabt in dieser Starlight DVD-Auflage. Und ja, das Ganze gab es hier für unter 9 €. Auf jeden Fall ein sehr guter Preis. Und da habe ich mir gedacht, tue ich mir das Ganze nochmal an. Und das Ganze hat diesmal wirklich einen sehr stabilen Schuber. Hier auf der Rückseite natürlich mal wieder die ganzen Informationen zum Film selber, Filmszenen, die ganzen Special Features. Hier drin sind übrigens auch 2 Filmfassungen enthalten. Einmal die reguläre Schnittfassung und dann noch die japanische nee, oder japanische Extended Version. Warum komme ich immer auf TV? Kann mir das mal jemand erklären? Jetzt wird es hier verdammt dunkel. Und dann noch mit diesem wirklich schönen Motiv, aber wenn man das näher an sich hält, sieht man eigentlich, wie Rutger Hauer sehr unscharf ist, ja. Und das ist so allgemein so das ganze Gesamtpackage, was mir da entgegengeflogen kommt, natürlich wieder mal üblicherweise mit diesem Coupon hier. Ja, und dann natürlich hier auch noch mit diesem kleinen Booklet, was ich auch eine ganz nette Dreingabe finde. Also ich muss sagen, wenn man schon technisch keine großen Ansprüche hat auf diese VÖs aus dieser Reihe, aber dann doch ein ganz nettes Gesamtpackage haben möchte, wie man es eigentlich nur selten bei solchen, vor allem Videothekenheulern geboten bekommt, dann
kann man hier definitiv nichts falsch machen. Ja, also ist auf jeden Fall eine grundsolide Veröffentlichung. Der Film macht nach wie vor Spaß. Rutger Hauer, der hier teilweise richtig geile Sprüche raushaut in diesem wirklich schon fast postapokalyptischen Szenario eines Londons der nahen Zukunft, wo es Tag ein, Tag aus nur regnet und die Straßen nass und versifft sind und dann dieser Killer, zu dem ich eigentlich nicht mehr sagen brauche, wenn man den schon auf dem Bild sieht, dann weiß man ganz klar, dass dieser wirklich nicht von dieser Welt ist. Aber auf jeden Fall eine grundsolide Veröffentlichung. Wenn man die für wenig Geld findet, kann man die sich auf jeden Fall holen. Aber es ist jetzt in meinen Augen eine Reihe, die ich nicht komplettieren kann, weil einige der Filme mich in erster Linie dann wirklich nicht interessieren. Ja, also dafür bin ich nicht so der große B-Movie-Action-Fan wie manch anderer oder leide unter diesem Komplettierungswahn definitiv nicht. Aber ist auf jeden Fall ein schönes Update. Das war es dann an dieser Stelle gewesen, weil eine finalere, bessere Version von Split Second wird es sicherlich in den nächsten Jahren auch nicht geben. Gut, dann haben wir jetzt einen Film, der sicherlich auch Anfang des Jahres in aller Munde war, vor allem bei den Freunden von etwas härterer Filmkost oder Sikos, als Spit on Your Grave 3 hier mal wieder in der Standardversion auf DVD, da ich die anderen vier Filme auch jeweils auf DVD in diesen Schuber habe. Reicht doch vollkommen aus, muss ich sagen, ist bis dato das schwächste Sequel überhaupt, obwohl der Film irgendwo an das Remake anschließt. Wir hier wieder eine Sarah Butler haben als Jennifer Hills, aber diese Jennifer Hills irgendwie nichts mit der Jennifer Hills aus dem ersten Teil zu tun hat. Diese klassische Rache-Engel-Story hat, wie ich es vor kurzem auch beschrieben habe, bei Miss 45, aber bei weitem nicht zu überzeugen. Dieser Film ist teilweise sehr langweilig, sehr vorhersehbar, sehr unausgeglichen in seinem Ton. Und das auch das Acting von Sarah Butler fand ich im Gegensatz zum Remake nicht gut. Also es war teilweise mehr oder weniger krasses Overacting. Wirklich krasses Overacting. Der Film selber hat nur zwei Szenen, die wesentlich härter sind. Also es ist eigentlich mehr oder weniger der zahmste Film der ganzen Reihe bisher. Ich hoffe, Mersachi, der Regisseur des Originals, der ja jetzt an dem Sequel zu seinem Film arbeitet, kann da wieder ein bisschen mehr auf die Tube drücken. Weil das war einfach nichts. War nichts Ganzes. Es war aber auch bei weitem nicht so schlecht, dass ich sagen würde, der Film war komplett Panne. Aber ein absolut mittelmäßiger Film. Absoluter mittelmäßiger Film. Den, ja, jetzt im Nachhinein auch kein Mensch braucht, sagen wir es mal so, ja. Vor allem der finale Twist am Ende, der war ja der absolute Oberhammer. Das war der absolute Abschuss, ja. Ansonsten, ja, wie man sieht, gewohnte Aufmachung. Ja, man sieht einfach an, dass einfach ein anderer Regisseur jetzt diesmal auf dem Regiestuhl Platz genommen hat. Wirkt sich schon ein bisschen auf die Qualität aus. Und dann am Anfang wurde der Film so ein bisschen geschrieben wie Saw, ja, wie so ein Saw-Film. Aber das ist er letzten Endes nicht. Also da ist er einfach viel zu unkreativ, auch was die Kills angeht. Schniedel ab, das ist jetzt auch nichts Besonderes mehr, jemand irgendwie einen Gummidödel abzureißen oder so. So eine Szene gibt es im Film. Und das ist eine von zwei Szenen, die mehr oder weniger von der FSK beanstandet wurden und auch in der deutschen FSK 18-Fassung nicht sind. Dann ein Film, den ich vor kurzem besprochen habe, und zwar die Saat der Angst, wo ich kurioserweise, als ich das Video hochgeladen hatte, in der Videobeschreibung oder beim Titel geschrieben hatte, die Saat des Bösen, genauso wie bei dem Thumbnail, wo mich dann einer meiner Zuschauer darauf hingewiesen hat und ich dann irritiert war, was ist denn da jetzt passiert? Aber ich glaube, da war ich ein bisschen übermüdet oder ein bisschen Panne gewesen und habe nicht drauf geachtet. Ja, und hier ist er natürlich, die Veröffentlichung. Das Ganze gibt es auch auf Blu-ray von Subkultur. Ich muss allerdings sagen, nachdem ich den Film gesehen habe auf DVD, hat das mich oder zeigt mal wieder, dass sich nur wenige alte Filme wirklich lohnt, dass man sich die auf Blu-ray kauft. Also hier lohnt sich definitiv nicht. Das Ganze hat eine wirklich ordentliche Bildqualität, eine gute DVD-Bildqualität, aber man sieht in manchen Szenen schon gewisserweise Qualitätssprünge, was die Auflösung angeht, was das Filmkorn angeht, etc. pp. Und da reicht mir die DVD vollkommen aus. Also es ist schön, dass Subkultur hin und wieder mal auch so wirklich solche alten Schinken ausspuckt. War jetzt sicherlich nicht der Oberburner, aber wirklich ein grundsolider Film und die Veröffentlichung hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allem mehr oder weniger mit diesem alternativen Wendecover. Es gibt zwei verschiedene Motive und das hier ist wirklich so dermaßen reißerisch, dass es in erster Linie eigentlich gar nichts, zu bestimmten großen Teilen gar nichts mit dem Film zu tun hat, weil irgendwelche Cops, die mit ihren Knarren kommen, gibt es hier nicht. Der Maneater George Eastman wurde hier leider vorweggenommen und hat auch keine Relevanz für den Film. Ja, und ansonsten, so sieht das Ganze von der Seite aus und Rückseite nochmal die identischen
Informationen. Die DVD wurde auch sehr ansprechend schlicht designt, was mir auch gut gefällt. Und da haben wir natürlich mehr oder weniger dieses klassische Motiv, was so in diesem Rotton daherkommt, was sich auch mehr oder weniger ein bisschen hier so auf diesen Ausschnitt des Alternativcovers bezieht. Auf jeden Fall eine schöne Veröffentlichung. Auf diese Art von Film muss man allerdings, würde ich jetzt mal sagen, stehen, ja. Aber ich habe den Kauf definitiv nicht bereut, weil es mal ein Film ist, der eigentlich in der Hinsicht noch keine gescheite Veröffentlichung hatte seit Jahren, ja, also mal zu VS-Zeiten, ja, und dann irgendwann untergegangen ist. Aber man sollte sich auch nicht so viel drunter vorstellen. Gut, und zu guter Letzt kommen wir jetzt natürlich auch noch zu dem Digipack, bevor wir dann erstmal Schluss machen an dieser Stelle. Auch mal wieder eher was für Genrefreunde. Gab es oder gibt es immer noch im Müller im Angebot für 25 €, und zwar die Koch Media Giallo Collection Teil 2, die spektakuläre Box der blanken Messer. Ich muss sagen, dass ich die Filme bis jetzt noch nicht gesehen habe. Es gibt einfach so bestimmte Filme, auch im Giallo-Bereich zum Beispiel, Saat der Angst, habe ich das auch lange vor mir hergeschoben, mir den Film anzuschauen. Hier ist es genauso. Vielleicht finde ich irgendwann mal echt einen Zeitpunkt, wo das wirklich passt, wo ich so vielleicht so eine kleine Giallo-Nacht mache und mir auch diese Filme dann anschaue. Sind relativ obskure Filme, vor allem die Beschreibung von In the Falls of Flesh war wirklich echt zum Haare raufen. Dem Ganzen lag hier oder innen drin waren dann natürlich auch noch diese Poster-Motive, die ich euch jetzt eigentlich nicht näher zeige, aber die ich dann allerdings, nachdem ich sie aus der Box rausgeholt hatte, auch nicht mehr rausbekommen habe, weil diese dann einfach an den Seiten zu aufgeblasen hat und bevor dann mehr oder weniger der Schuber kaputt geht. Deswegen habe ich mir gedacht, lasse ich die lieber draußen. Ja, neben dem Manko gibt es leider auch das Manko, dass mehr oder weniger, wenn man diesen FSK-Flaschen, und ich hatte ihn entfernt gehabt, man diese Kleberückstände sieht. Ja, also das ist manchmal so ein Nachteil. Wäre natürlich besser gewesen, wenn Koch Media das Ganze mehr oder weniger auf die Folie gemacht hatte, anstatt auf das Digi, weil hier wirklich komplett im Rahmen wirklich Kleberückstände zurückgeblieben sind, die ich auch nicht mehr abbekommen habe. Ansonsten muss ich sagen, eine schöne Veröffentlichung. Ich werde doch mal schauen, dass ich auch die erste Box rankriege. Schade, dass es keine weiteren Boxen gab. Hier hinten das Ganze sehr relativ unspektakulär, aber auch von der Stilistik her sehr schön aufgemacht mit der Zusammenfassung der Filme selber: The Child, Blutiger Zahltag und natürlich In the Falls of the Flesh. Also allein die Zusammenfassung hier der Handlung selber, die solltet ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Hört sich auf jeden Fall doch sehr interessant, vielleicht auch relativ sleazy, bekloppt an. Und hier haben wir natürlich auch noch das Digipack. Und das Ganze sieht so aus. Muss ich sagen, von der Aufmachung doch sehr hübsch, aber auf der Rückseite selber gibt es eigentlich bis auf die Filmtitel absolut vom Design her nichts, was da irgendwo heraussticht. Also recht einheitliches Design bei diesem Digipack, was doch sehr ansprechend und köstlich gestaltet worden ist. Und das war es jetzt auch an dieser Stelle. Also wirklich, zu dem Film kann ich an der Stelle leider nichts sagen. Das war es jetzt erstmal mit der im ersten Teil von Lords kleiner Filmkollektor für die Monate Januar bis Ende August. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir natürlich in den Kommentaren eure Gedanken und Anregungen zu den einzelnen Filmen und Veröffentlichungen hinterlassen. Und der zweite Part wird alsbald folgen. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.